Die Firma Trox stellt Komponenten, Systeme und Geräte für raumlufttechnische Anlagen her. Die Entwicklung geht immer mehr in Richtung Systeme. Da, wo wir herkommen, so eine typische Trox-Komponente wird aus Blech gestanzt und gekantet, zu beispielsweise Luftdurchlässen, zu Brandschutzklappen, zu Volumenstromreglern. Dadurch, dass wir uns in Richtung Systeme entwickeln, werden immer mehr elektronische Anbaukomponenten an diese Komponenten angebaut. Wir als Trox haben einen recht hohen Qualitätsanspruch an unsere Produkte. Das ist auch ein Grund für die langjährige Partnerschaft mit IFM. Das heißt, wir wollen Produkte mit einer langen Lebensdauer haben, wartungsarm, leicht bedienbar. Und die gute Partnerschaft hat man auch gesehen in den schwierigen Zeiten von Corona. Dort hatten wir eine sehr enge Kommunikation mit IFM und konnten sicherstellen, dass wir auch in diesen schwierigen Zeiten auf der Einkaufsseite weiterhin unsere Kunden mit den Systemen beliefern können. IFM ist ein Partner, mit dem wir auch gemeinsam entwickeln. Dieser Sensor dient dazu, eine Überströmung vom Raum in den Laborabzug hinein zu messen. Da sich Drücke aber im Bereich von unter 1 Pascal kaum noch messen lassen, gehen wir den Umweg über die Geschwindigkeit, die aber genauso präzise gemessen werden muss. Die Firma IFM hat im ersten Prototyp schon gezeigt, dass das wirklich ihre Kernkompetenz ist. Und mit diesem neuen Transmitter sind wir also ganz vorne mit dabei, was Messtechnik angeht. Und es ist wirklich das Herzstück. Ohne diese Sensorik würde das Ganze nicht funktionieren. Wir setzen das ASE-System in sicherheitsgerichteten Steuerung ein. Das betrifft bei uns im Hause Brandschutzklappensteuerung und Entrauchungsklappensteuerung. Der große Vorteil ist natürlich die entsprechende einfache Verlegeart, zwei Drähte für alle Informationen. Das andere ist, dass wir gerade im Bereich Rauchschutzdruckanlagen und Entrauchungsklappensysteme angewiesen sind, dort im Funktionserhalt Kabel zu verlegen. Diese Kabel sind enorm teuer, weil die halt Temperaturen bis 1000 Grad über einen Bereich bis zu 120 Minuten aushalten müssen, und deswegen kommt es da auf jeden Meter an. Das heißt, wir sparen uns dadurch Geld. Im Brandschutzzentrum prüfen wir alle unsere Produkte, die mit Brandschutz zu tun haben. Das sind in erster Linie Brandschutzklappen und Entrauchungsklappen. Dazu werden Dauerversuche gemacht, Entwicklungsversuche, und die meisten Versuche werden hier an dem Prüfofen gemacht hinter mir, wo wir eben die Brandversuche auch machen. Die ganzen Brandprüfungen prüfen nicht ein einzelnes Produkt, sondern sind immer in Kombination zu sehen mit einer Brandschutzwand oder einer Brandschutzdecke, weil das eigentlich das Ziel der ganzen Sache ist, dass man sagt, eine Brandschutzwand ist auch mit Einbau noch so sicher, dass die Leute auf der anderen Seite des Feuers genug Zeit haben, gerettet zu werden.